Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und bei uns sind Chaos und Thompson. Hallo. Hallöchen. So, du schwartest jetzt an dieser Mauerfabrik, dass die Mauern fabriziert, oder? Hallo? Wer? Was? Thompson? Ja. Aha. Haben eigentlich da nur eine Mauernfabrik stehen, oder? Lässt du dich lass mir auch ein paar Ziegelsteine liefern und ja. Selber. Ja, du wirst immer bevorzugt behandeln, ne? Es geht alles ein bisschen langsam. Ja, Leute. Was willst du denn, wer erwartet ihr denn jetzt? Dass du da ja, deswegen habe ich das ja geboostet, damit es flotter geht. 1000 Mauern und dann hast du mit mal 1000 Mauern, oder wie? Ja, schon, oder? Ja gut, ja, dann ne, müsst ihr dann die Anlage dementsprechend bauen. Dann brauchen wir aber auch, sagen wir mal, so irgendwie 10.000 Steine. Ad hoc. Ja, viel schneller gehen halt die Öfen nicht, ne? Also ja, eh. Ja. Und wir müssen ja nicht eine übermäßige Mauerproduktion haben, bloß weil wir jetzt einmal einen Peak haben bei Mauern. Beim Bedarf. So, wenn das kontinuierlich produzieren hätte können, dann wäre das ja auch gut gewesen. Wo ist gut. Denn... Aber das zu dem erstmal. Die Schienenproduktion... Die habe ich nicht verlagert, also die müsste genau noch da sein, wo sie auch vorher war. Ja, aber wenn man vergessen hat, wo sie das letzte Mal war, dann... Ich sehe sie. Müsste ja, man das sind Solarpanels. Dann gehen wir ein bisschen hoch bei den Solarpanels, Richtung Norden. Und dann müsstest du, glaube ich, ein bisschen rechts gehen und dann müsstest du dran vorbeilaufen. Ah, da. War es nur Norden oder? Ne, war nur Norden, ne? Ja. Geradeaus also, nach Norden und dann vier genau. Blöcke weiter oder sowas. Ja. Thompson, du müsstest dann die Mauer im Osten reparieren. Ja, mach ich. Ich hol nur gerade noch Ressourcen. Mauern und Türme. Das sieht man nicht gut. Naja, wenn man alle Overlays ausmacht, sieht man es jetzt. Was? Wo die Schienenproduktion ist. Ich habe da nochmal eine Markierung auf der Marke gesetzt. Ich weiß nicht, ob ihr die seht. Seht ihr die? Die Markierung auf der Karte? Map? Nein. Siehst du dort? Oder wie? Nee, da wo die Schienenproduktion ist, da habe ich eine Markierung gesetzt. Das sieht aus wie eine Schiene. Na, oh ja. Ich seh's. Wenn du weit genug rauszoomst. Bin sehr weit rausgezoomt. Na, dann musst du näher ran. Jetzt geht's. Nö, seh ich nicht. Ich seh sie. Toll. Thompson, Schienenproduktion. Dann mach dir mal alle Overlays aus, dann siehst du es auch. Wenn die Overlays anders sind, erkennst du es wirklich ganz schlecht. Ah, da. Ja. deswegen hat er das hier geboostet. Booster. Booster Club. Na komm, dann hauen wir nochmal noch in die Turbo-Modul rein, damit die Geschwindigkeit noch höher ist. Yes. Dann gehen hier Steine raus, sage. Wenn unsere Robbys kommen, noch Steine mit transportieren. Wie viel Mauern braucht ihr denn? Nicht, ich habe jetzt mal 500. Ja, das sollte reichen. Könnten ja mal in Berlin nachfragen, ob die noch ein paar Reste haben. Aber ich glaube ja, ne? Da stehen noch so ein paar Stückchen Mauer, stehen noch rum. Ja. Ich glaube. Weil man es rumstehen lassen wollte oder naja, nee. Das ist schon wichtig, dass das auch wirklich in den Köpfen bleibt. Was da vielleicht mal vorher früher los war. Genauso wie manche der Konzentrationslager halt noch stehen. Ja. Ja, das sind wichtige Erinnerungen in die Zeit. Mahnmale. Und Mahnmale, genau. Das ist schon ganz. Naja. Dann düse ich da mal nach rechts und mache eine kleine Repair.
Hier unten klappt das doch auch, dass die Fässer die ganze Zeit irgendwie im Kreislauf unterwegs sind, verstehe ich nicht. No, kann man den Robotern sagen, was sie da bevorzugt nehmen sollen? Oder muss man einen Roboterhanger daneben stellen, damit sie schneller dort sind, oder? Ne, ich glaube, sie recht, also die Roboter funktionieren so, dass sie immer den Bedarf aus dem nächstliegenden also aus der nächstliegenden Anbieterkiste zu nehmen. Oder mach einfach ein großes Feld mit Kisten, wo die leeren Fässer gelagert werden. Weil ich glaube, jetzt ist es so, dass die nicht so viel gebraucht werden, wie sie entleert werden. Also, dass mehr leere Fässer benötigt werden. Ja, mit Sicherheit, sonst würde das nicht verstopfen. Dann würde ich halt so ein Feld machen, wo leere Fässer gelagert werden. Wird hier erstmal die Produktion stoppen? Da ist der Stadt. Mit welchem Zug muss ich da runterfahren? Mit einem Erdölzug. Oder Kohle. Nein, nicht Kohle, oder? Doch, Erdöl oder Kohle. Beide fahren runter. Nicht wundern, ich habe hier die Mauer ein bisschen verändert, Thomas. Okay. Mir fehlen halt gerade Mauern, damit ich sie fertig bauen kann. Da sollten einfach links und rechts von den Schienen noch Mauern sein. Mhm. Zwischen den Toren. Ne. Was aus dem System rausholen. Ja, die Frage ist, kann man das priorisieren? Das ist eine sehr gute Frage. Irgendwie muss das ja gehen mit dem Priorisieren, ne? Mhm. Aber gut, da wo sie die Abnehmer haben, da geht's auch, ne? Also dann da wird man den Scheißer los. Na gut, okay. So, aber was wollen wir eigentlich machen heute mit lauter Vergeisterung oder wachsender Begeisterung? So richtig wollen wir was forschen, ne? Gut, wir wollen ja unbedingt die Rakete fliegen sehen. Dann müssen wir ja eigentlich mal den Roboter oder das Raketensilo erforschen. Ja, würde nicht schaden für die Rakete. Ja. Dann kriegen wir noch ein paar Baupläne für so ein bisschen Raketenzeugs gelötet und ähnliches. Und dann können wir ein Raketensilo machen. Das können wir dann aufstehen und dann können wir die erste Rakete mal fliegen sehen irgendwann. Ja, dann forsche ich mal. Hat man eigentlich irgendeinen Vorteil, wenn man Raketen startet? Zum Beispiel, dass man mehr vom Gebiet sieht oder so? Ich glaube, wo sie gerade rüberfliegt. Nein, du machst auf dich aufmerksam, dass du gerettet werden kannst. Das ist die Mission in diesem Spiel. Ja, aber gibt es auch irgendwie Satelliten? Dass man quasi mehr sieht als mit den Radarstationen. Ich weiß nicht, ob das ein Factorio Vanilla gibt. Glaube ich aber eher weniger. Bist du jetzt enttäuscht, oder was? Ja, schon. Was ist denn das für ein Geräusch gewesen? Wann starten wir die Mars-Mission? Also sagen wir mal so, es gibt Mods, da gibt es so richtig den Satelliten und so weiter und so fort, dass du Satelliten aufbauen kannst und ein Satellitennetz machen kannst oder irgendwas, keine Ahnung. Wahrscheinlich GPS gesteuert, dann mit einem Auto auf der Karte, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also ich weiß, dass es eine Erweiterung oder bei den Mods sowas gibt, dass man dann Satelliten einsetzen kann, aber ich glaube, Vanilla war das nicht. Meinst du, soll ich hier auch noch Mauern bauen oder soll ich mir die für drüben aufheben? Zumindest gibt es keine Satellitenforschung, also von daher. Und es gibt auch nichts, wo du die Fläschchen brauchst, zum Weiterforschen. Was meinst du mit den Mauern? Ob ich hier noch welche setzen soll oder ob das eh passt. Wo bist du? Da rechts, wo der Angriff war vorher. Also, hast du gesagt, da brauchen wir Mauern? Nein, du musst reparieren, habe ich gesagt. Ja. Mauern brauchen wir hier bei mir. Ja. Mauern brauchen wir hier bei mir. Manchmal brauchen wir auch etwas. Okay, du hast da oben eine Doppelmauer gesetzt.
Wo? Oben? Weiter oben beim kleinen Eisenfeld. Ja, da wo so viele Angriffe waren. Da fehlt übrigens eine Mauer von der vorderen. Aber die Angriffe waren vorher unten. Das war in der letzten Folge schon. Ach so. Oh, fehlt da eine Mauer? Ein Turm fehlt noch zwischendurch. Wenn du beim Eisenfeld rauf gehst, wo quasi die zweite Mauer beginnt, dort fehlt... Ah, da, ja. Drüber fehlt ein Strommast. Und halt bei dir in der Nähe fehlt noch ein Turm. Ja. Wenn du ein bisschen zu Fuß rauf gehst. Also, du bist schon gefahren. Ich hab's schon wieder vergessen, ne? Bin einfach zu vergesslich. Was? Ich bin zu vergesslich. Ja, was hast du vergessen? 200, 200, 100. Was? Wie viel ich mir hier anliefern lassen muss. Von allen. Wo fällt dann Strommast? Das war in der Nähe von dort, wo du warst. Ah. Bim, 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 nö. Gibt's eine Rohrfabrik? Ach ja. Ich werde es kaum glauben, ich hab's schon wieder vergessen. Ach, 100 Rohr brauche ich da. 200 Elektromotoren. Achso, das war's. Elektromotoren. Da fing er mich an die Füße. Da. So. Oh, ich habe 14 von diesen Robotern in der Tasche. Und 3 Bauroboter habe ich in der Tasche. Ja, auch so ein bisschen sinnlos, dass ich die Roboter in meiner Tasche durch die Gegend trage, oder? Also wenn man das jetzt einmal auf den Nenner bringen möchte. Hier liegen denn hier, okay, liegen etliche Dampfmaschinen drin. Hier liegen noch 27 Tore liegen hier in der einen Kiste drin, okay. Wahrscheinlich einer von uns mal ausgekotzt, wahrscheinlich ich. Also bei den Toren. Dampfmaschinen war ich sicher nicht. Das waren wahrscheinlich die von dem einen Abbau. Ja, das kann auch sein. 27 Dampfmaschinen. Wer will sie haben? Wer möchte sie? Wo sind sie denn? Da laufen sie noch. Irgendwie so ein Kinderlied. 27 kleine Dampfmaschinen. Ja. Könnte auch ein Kinderlied sein. Man weiß es nicht genau. Wenn ich singe, klingt sowieso alles nur noch scheiße. Wie für die Sau. Wie für die Sau. Die Weil dann reimt Sau. Sich's. Was reimt sich dann? Die Sau reimt sich? Na, wenn du sagst, wenn ich dann singe, oder so wie du das jetzt halt gerade gesagt hast. Ja, wie habe ich denn gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Ach. Bist du auch schon vergesslich, hä? Nein. Na? Ja. Seien Sie ehrlich. Bin unterwegs. Wohin? Zum Chaos. Zum Schauhaus? Ja, du musst halt einfach unten die Mauer weiterziehen. Da schaust du. Zum Schauhaus in China? Dann unten? Also hier. Ja, einfach links dann, wo ich schon die Mauer reingezogen habe, ins neuen Bereich. Wo denn ein Chameleon getötet? Die Verteidigung.
halt dann aufbauen. Ah. Und hier oben beim Durchgang von den Schienen fehlen auch noch. Da ist schon ein Dorf. Was? Dorf? Ein Dorf, ja. Das ist eh weiter weg. Naja. Ja. Ich habe eh gerade all ihre Verwandten ausgelöscht. Ach nö, warum denn das schon wieder? Jetzt kriegen die denn keine Post mehr zu Weihnachten? Nein, das war schon vorher. In der letzten Folge habe ich sie schon ausgelöscht. Oh. Ach Mann, oh, wenn man das nicht immer hier unter Kontrolle hat. Die löschen hier ganze Familien aus. Ich glaube, da brauche ich noch einige Türme mehr hier. Geschütztürme? Ja. Ah ja. Was für Geschütztürme brauchst du denn mittlerweile? Ich fahr gerade wieder zurück, um Schienen zu holen. Da bräuchte man Klippenbrennstoff. Sprengstoff. So. Ich kann dann vorbeikommen. Okay. Ich hätte da was. Halt den Siehstuhl, ich komme. Ich habe Sprengstoff gehört, das ist mein Sprichwort. Genau. Aber ich... Brauchst du sonst noch was, weil ich hole jetzt Schienen? Okay. Na halt, geschützt immer, aber da produziere ich schon einige. Ah. Ich schaue nur, wie ich das mit Förderband mache. Irgendwo ist wieder ein Angriff. Ah, da links unten beim Uran. Da, wo wir vorher waren. Aber okay. Das ist eh problemlos. Bin ich zu weit gefahren, weil ich auf die Karte geschaut habe. Tja. Ah. Gab's wieder ein Bahnunglück? Kann er zurückschieben. Hat da wieder ein Bahnunglück gemacht hier. Nee. Was ist nur los mit den Leuten? So, das Raketensilo ist fast erforscht, ne? Guck mal an, wie schnell das ging da. Also. Rubbel die Katze am Borsigplatz. Ja, fast. Was? Also. Es ist ja noch nicht erforscht. Es ist fast erforscht. Ja, aber es ging doch schon mal ganz schnell. Von dem Moment an, wo wir es losgetreten haben. Na? Bleibt schon ein bisschen was über hier von dem Material. Oh, schon einiges in Produktion hier. Könnt ihr die jetzt noch umstellen hier auf? Die Produktion. Das da dran anfordern. Jetzt da rausnehmen. Da reinschmeißen. Könnte gehen, hä? Oder auch nicht. Wollen wir, ob uns die Produktion jetzt hier damit laden legen oder nicht? Sehen wir, wenn das Licht angeht. Ja, wenn es grün leuchtet überall, ist alles cool. Dann können sie, dann produzieren sie auch. Aber es sollten immer mindestens 4 oder 5 produzieren jetzt, ne? Hier, also das glaube ich, ich kann jetzt schon ausreichen, damit es nicht zu dem Moment kommt, wo gar nichts mehr produziert. Hüpf mal ab, wie viel wir mehr haben als das, was wir brauchen. 70 haben wir mehr. Ja, ist nicht schön, aber... Naja. Gut. Geht ja auch nur um die Anreicherung von Uran. Damit wir nachher ganz viele Batterien bauen können, damit wir dann nachher irgendwann ein großes Atomkraftwerk haben. Aber vielleicht sehen wir vorher schon die Rakete fliegen. Oh. Man weiß es nicht, man weiß es nicht, man munkelt nur. So, wir probieren jetzt mal kurz was. Klippensprengstoff. Ich würde auch irgendwie gerne eine Atombombe zünden. Einfach mal testweise.
Warum? Aber mal so als Joke. Ja. Ja, hier in-game. Ja. So, wo brauchst du Klippensprengstoff? Da ganz rechts, dann bei der Mauer. Okay. Hat nicht geklappt, ne? Hat nicht geklappt, mein Plan. Wo? Ganz rechts, ganz links, sorry. Ganz rechts, da an der Mauer. Ach so, das war jetzt aber auch kritisch. Ist weg. Geklappt. Aber jetzt ist halt ein kleines Loch in der Mauer. Oh nein! Hast du null Mauern? Ich hab keine Mauern. Scheiße, echt selber. Da hätte ich so drüber warten müssen. Naja, gut, okay. Gut, okay, aber. Um der ganzen Sache hier ein würdiges Ende zu verweisen. Oh, guck mal hier jetzt, welche Flasche ist denn jetzt denn die Mangelware? Blau ist da, das ist da, gelb ist Mangelware. Aber du kannst mal auf der Map, Herr Master Schröder, auf die auf Schienennetzwerk schauen, ganz links. Ja. Siehst du da was? Ja. Burg. Das Essenfeld ist fast erschlossen. Aber ihr habt's mal wieder übertrieben, ne? Also. Wieso? Nur so. Ja. Das untere Eisen fehlt auch, wenn wir mit einmauern können. Ne? Ja, Schritt für Schritt, dann wird die Mauer nach unten verschoben. Ja, verschoben, das kenne ich von euch. Nö, lass mal die Mauer lieber stehen. Verschoben. Nein, hier eine Mauer verschiebt. Hier würde ich sie dann verschieben. Na, ich habe vorhin den Vorschlag schon gemacht, dann reißt du da ab, wo wir sie nicht brauchen, zum Beispiel hier. Auch keine Sau mehr, die Mauer. Wo hier? Unterhalb vom Solarfeld. Die Mauer, die da anfängt, unterhalb vom Solarfeld. Brrr, bis ran an die andere Mauer. Braucht kein Mensch mehr. Kann komplett weg. Ja. So. Oben, unterhalb deines, oben unterhalb deines Kupferfeldes. Ganze komplett weg. Ja, da wurde die Verteidigung aber gerade erst verstärkt. Also das ist noch ein frisches Produkt. Hm. Riecht noch. Mhm. Nach neu. Mhm. Mhm. Gut, aber wie gesagt, ihr müsst mir Eisen ranbringen. Ich brauche mehr Eisen hier in der Fabrik. Ich verbrate hier nämlich so ziemlich alles, was ich an Eisen kriegen kann. Hm. So, gut. Soll aber jetzt erstmal nicht weiter stören, denn die Folge hat auch ihr Ende gefunden. Ihr werdet nicht weiter gequält. Ja. So, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss an Chaos und Thompson. Und tschüss. Wir sehen uns bei der nächsten Aufnahmesession. Bis dann. Ciao. Tschüss.